hier ist der Cracky von Ravioli und ich zocke gerade Anno auf der Wii und habe so ein kleines Problem. Ich hoffe, ich kann es jetzt rekonstruieren. Hört mal genau hin. Technologien aus dem Orient? Ich frage mich, welche neuen Dinge wir wohl finden werden. Woher wissen wir, wie viele Einwohner wir brauchen, um das nächste Level zu erreichen? Soundaussetzer. Am oberen Bildrand zeigt euch die aktuelle Einwohnerzahl, der Balken darunter den Fortschritt zum Erreichen des nächsten Startlevels. Also können wir Level erreichen, die fortschrittlicher als der Seehafen sind? Aber ja, die größte Siedlung, die ihr erschaffen könnt, ist die Metropole. Aber dafür kann euch nur der Sultan. Was bringt uns das Erreichen eines neuen Stadtlevels? Jedes Mal, wenn sich das Stadtlevel erhöht, verbessern sich auch die Straßen und die Marktkarren. Ihr könnt nun eine neue orientalische Technologie aus dem Technologiebaum auswählen. Also ihr hört, dass wie der Sound stockt und auch die Gespräche abgehackt sind. Ich nehme mal an, das wird daran liegen, weil meine Wii ja mittlerweile nun gut schon über 3 Jahre alt ist. Und dafür habe ich mir das Wii-Linsenreinigungsset bestellt. Wollte das jetzt mal ausprobieren. Die Hintergrundmusik stockt jetzt gerade und das macht doch keinen Spaß mehr so zu spielen. Das probieren wir jetzt mal aus. Tja, also da haben wir den Übeltäter. Die untere von den beiden. Die ist auch ziemlich laut geworden, leider. Ich weiß nicht, ob das dabei hilft. Hört mal. Die ist, je nachdem, was ich da für ein Spiel drin habe, sogar noch lauter. Und jetzt packen wir das Wii-Linsenreinigungskit mal aus. Ich wollte mir eigentlich noch ein Messer holen. Verdammt! Geht aber auch so. Da steht drauf, dass es nicht für Kinder ist, weil da irgendwelche chemischen Substanzen auf diesem Reinigungspad wahrscheinlich drauf sind. 7 € kostet das. Und vielleicht bewirkt es... Reinigungsflüssigkeit ist dabei. Hier, so ein Fläschchen. Ein Wii Cleaning Fluid. Und blaue Verpackung. Das ist ein Stück Plastik. Und da ist wahrscheinlich dieses Pad, wo ich dann die Reinigungsflüssigkeit drauf tun soll. Ich hole mir die Disc raus hier von Anno. Dann kriegen wir zwar ein rotes Bild, aber ist mir jetzt ziemlich egal. Resetten wir mal. Ich lese mir erstmal die Anleitung durch und dann gucken wir mal. Gut. Anleitung gelesen. Und als erste Aufgabe darf ich jetzt Folgendes tun. Ich zeig euch das mal. Ist ein bisschen dunkel, tut mir leid, aber ich kann es nicht ändern. So, wir haben hier das Reinigungspad und dann die Reinigungsflüssigkeit. Die soll man sofort wieder verschließen. Darum ist das auch nichts für Kinder. Und da sollen 3 Tröpfchen drauf. Das ist jetzt wie Augentropfen wahrscheinlich. Oder muss ich drücken? 1, 2, 3. Einer geht noch. Man soll nicht zu viele nehmen, aber ich würde mal sagen, einer geht noch. So. Oder war das jetzt falsch? Das wird schon klappen. So, und jetzt, man sieht hier diese Linien drauf. Die soll ich parallel zur Wii-Konsole ausrichten, während sie läuft. Wo ist meine Wii? Da hinten. Und mit dem Pad nach unten, also oder nach links, wenn ihr die Konsole stehen habt. So, jetzt hat er das drin. Wii-Konsole mit Reinigungsset drin. Also man merkt auch so einen leichten Widerstand, das heißt, da kann man auch nicht weiter gehen. Vor und zurück geht gar nicht. Dann soll ich so 15 bis 20 Mal hin und her bewegen. Das sollte jetzt reichen. Dann am Ende ejecten.
Zack. Ja, jetzt ein nicht so beeindruckendes Ergebnis, aber man sieht schon ein wenig Schmutz hat das Ding aufgenommen. Ich schmeiß jetzt nochmal Anno rein und schau mal, ob es was gebracht hat. Bis gleich. Also, liebe Raviolis, als kleines Fazit, nach einer Stunde Anno, dann im Anschluss, nach dem Reinigen hier mit dem Wii Lens Cleaning Kit, habe ich so keine Aussetzer mehr feststellen können. Meine Wii ist zwar immer noch genauso laut, aber das liegt wahrscheinlich eher am Alter und am Laufwerk vom Grundsatz her. Aber so, falls ihr Probleme habt, gerade mit Brawl soll es ja Schwierigkeiten geben, weil das ja eine Double-Layer-Disc ist, oder halt auch so Soundaussetzer habt, das Lens Cleaning Kit funktioniert gut. Man muss nur wirklich darauf achten, dass man nicht zu viel von der Reinigungsflüssigkeit verwendet, sonst kann es sein, dass man die Wii erstmal nicht weiterverwenden kann und die Flüssigkeit noch ein bisschen trocknen lassen muss, damit die Linse wieder klar ist und sehen kann, sozusagen. Aber vom Grundsatz her, ich bin zufrieden und ich kann jetzt weiter Anno zocken. Bis bald. Wow.